Servus Freunde des verführerischen Grillduftes, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die Woche ist schon wieder rum, wir haben Samstag 18:20 Uhr. Was gibt es heute bei mir? Bei mir gibt es heute einen Salat und zwar einen Meckesalat. Was ich dafür alles benutze, seht ihr dann gleich hier unten. Dafür müsst ihr dann wie gewohnt ein bisschen näher rankommen. Heute möchte ich aber vorab noch sagen, vielen, vielen Dank einmal an euch. Denn ich habe heute Morgen die Benachrichtigung bekommen von YouTube, 125.000 Aufrufe. Freut mich natürlich, dass ihr mir weiter folgt und dass ihr euch meine Videos anschaut. Ja, manchmal ist es nicht einfach. Manchmal sagt man auch, ich muss schon wieder ein Video drehen, die Familie. Ne? Aber ich boxe mich da immer durch und hoffe natürlich, dass ihr auch weiter treu meine Videos verfolgt. An dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, ganz liebe Grüße an dich, Jan, Big J Seasoning, mein Kooperationspartner. Der hat mir damals gesagt, als wir uns kennengelernt haben, Stefan, Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Ja, das habe ich versucht umzusetzen und ich denke mal, recht gut. So, jetzt will ich aber nicht lange quatschen, jetzt hier unten einmal Zutaten angucken. Ja, an Zutaten haben wir dann hier Römersalat, Zwiebeln, Cheddar, Gewürzgurken, Rinderhackfleisch, etwas Olivenöl und würzen werde ich das Ganze heute mit dem Beef Wrap und der Meckes Burger Boss Soße, beides aus der Blue Hawk Serie von Big J Seasoning. Ja Freunde, die Zutaten sind wir jetzt gemeinsam durchgegangen. Jetzt geht es hinter mir an den Broil King Riegel 96 XL an die Seitenkochstelle, denn das Hackfleisch braucht so ein paar schöne Röstaromen und ja, das machen wir jetzt gemeinsam. Also mitkommen. Angekommen, kommt auch gleich das Olivenöl mit hinzu und wenn das Zwiebeln mit dazu, nicht alle, ungefähr die Hälfte. So, gefolgt vom Hackfleisch. Würzen wollen wir das Ganze natürlich auch mit dem Beef Wrap. Jetzt mal das Ganze ein bisschen vermengen, überall was von der Gewürzmischung hinkommt. Ja Freunde, auch das passiert. Da hat sich gerade eben das Mikro verabschiedet. Ich habe den Fehler gefunden, Steckverbindung war nicht mehr da. Jetzt wieder mit Ton. Ja Freunde, und wenn das Ganze so ausschaut, dann sind wir mit der Nummer auch schon fertig. Und wir können das Ganze ausmachen und den Salat zusammenbauen. Und dafür müsst ihr wieder ein bisschen näher anschauen. Boah, ein Duft, herrlich. Jo, dann würde ich sagen, kommt das Hackfleisch mit den Zwiebeln in die Schüssel. Gefolgt von einem ordentlichen Schuss Meckes Burger Boss Soße. Dann kommen die restlichen Zwiebeln mit rein, die Gewürzgurken, da waren noch ein paar, der Römersalat, ja, mal schauen, ob ich alles brauche, und der geriebene Cheddar, und was darf jetzt nicht fehlen, noch einmal eine ordentliche Portion Meckes Burger Boss Soße oben drüber. So, das Ganze werden wir jetzt miteinander vermengen. Ja, Freunde, und wenn das Ganze so ausschaut, dann sind wir schon fertig. Ich werde mir jetzt ein Probierportionchen fertig machen. Ja, Freunde, da ist er, mein Meckes-Salat. Schaut gesund und lecker aus. Ich habe mir oben noch mal ein bisschen von der Meckes Burger Boss Soße drüber getan. Das Ganze ein wenig verziert. Und ja, das werde ich jetzt mit euch zusammen probieren. Ja Freunde, war heute mal wieder eine schnelle Nummer. Ich werde das Ganze jetzt einmal für euch probieren. Ihr wisst es ja, ich werde mich da für euch opfern. Einmal. Ja Freunde,
Wer den gleichnamigen Burger mag, mein Meckesalat, ich bin hellauf begeistert. Macht's das mal nach. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, in dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Samstag, 18:20. Schaut ab und zu mal auf Instagram vorbei, da spoiler ich mal, was es eventuell geben könnte. Über einen freundlichen Kommentar würde ich mich natürlich auch dieses Mal wieder freuen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir ein Abo da. Aktiviert dann auch die Glocke, dann erfahrt es immer, wenn es Leckeres von mir gibt. Jo, in dem Sinne, macht's gut. Euer Stefan, ciao. Boah. Der ist ehrlich Bombe. Mm.